Mein Mann und ich lieben dieses Kind. Es ist einfach ziemlich scheiße, behindert zu sein. Wer nicht mehr an Wunder glaubt, muss mit uns zum Schwimmen gehen. Ein absoluter Gewinn für das deutsche paralympische Schwimmteam. Tokio, Sommer 2021, Paralympics. 8 Schwimmer im Wasser. Fast alle benutzen ihre Arme, um vorwärts zu kommen. Der Athlet auf Bahn 6 hat keine Arme. Aber Josia Topf auf dem besten Weg, diesen Vorlauf über 50 Meter Freistil für sich zu entscheiden. Und das schafft er. Im Finale verpasst der 18-Jährige knapp eine Medaille, wird Fünfter. Dass Josia Topf vor den Paralympics in eine Startklasse eingeteilt wurde, in der die Konkurrenten so anders aussehen als er, sorgt für Unverständnis und Zorn. Also ich war nach der Klassifizierung wirklich sehr traurig. Also ich habe einen halben Tag geheult. Da wurde mir der Fuß umgedreht, verschiedene andere Sachen. Mir wurden Vorwürfe gemacht, dass ich mich nicht richtig verhalte, dass ich nicht richtig mitmachen würde. Ich würde jede meine Medaille, jeder meine Rekorde dagegen eintauschen, normal zu sein. Also das ist keine Frage. Sobald so ein Deal jemals zustande kommen würde, würde ich sagen, sofort, nimm alles, was ich je hatte, aber mach mich wieder normal. Weil es ist einfach ziemlich scheiße, behindert zu sein. Josia nimmt den Kampf auf mit den äußeren Umständen, die sein Leben beeinflussen. Vom ersten Tag an. 100 Tage Krankenhaus, ein Dreivierteljahr künstlich ernährt. In der 26. Schwangerschaftswoche die Diagnose. Also es war einfach katastrophal. Es war ganz katastrophal. Wir hatten damit nicht gerechnet. Es hat uns einfach total kalt erwischt. Und es gab überhaupt keine Perspektive. Also medizinisch nicht, menschlich nicht. Ich hatte noch nie so ein Kind gesehen. Ich wusste gar nicht, wie das gehen sollte. Es geht mit Liebe und Aufopferung. Wiebke Topf ist Musical-Tänzerin. Ihr Mann Kinderintensivmediziner. Letztendlich ist es bei ihm so, dass seine beiden Kniegelenke nicht angelegt sind, weil da irgendeine Form von Wachstumsdifferenzierung auch schon während der Schwangerschaft nicht erfolgt ist. Und von den Armen ist es so, dass kein Oberarm und kein Unterarm vorhanden. Und weil die ganzen Muskeln, die ja für die Hände zuständig sind, in den Unterarmen angelegt sind, hat er auch eine extrem eingeschränkte Handfunktion. Ein fröhliches, ausgelassenes Kind wächst heran. Ich bin glücklich mit meinem Leben. Eigentlich will ich nicht mehr und nicht weniger. Seine größte Kindheitsfreude? Die Freiheit im Wasser. Er kann im Freien keinen Purzelbaum machen. Er kann sich nicht drehen und wenden, wie er sich im Wasser drehen und wenden kann. Das hat ihn als kleines Kind tierisch genervt. Und das ist das Tolle beim Schwimmen. Der kann einfach Gas geben und hängt dann am Beckenrand und schnauft. Und das ist die einzige Möglichkeit, wirklich auch seinen Kreislauf hochzukriegen und wirklich Sport zu treiben. Grundstein für eine außergewöhnliche sportliche Karriere. Erlangen rund 3 Monate nach den Paralympics. Bundestrainerin Ute Schinkitz ist gekommen, um gemeinsam mit Josias Coach Christian den aktuellen Leistungsstand zu überprüfen. Auch die Klassifizierung vor Tokio ist ein Thema, das alle Beteiligten noch immer umtreibt. Mir geht es um eine faire Klassifizierung für alle Athleten in der Welt. Und dort habe ich ganz große Bedenken. Das Team möchte, dass Josia nochmal klassifiziert wird. Die aktuelle Einteilung empfinden sie als ungerecht. Und das ist sehr, sehr schmerzlich. Letztendlich wissen wir haben die verschiedenen Startklassen. Und da gibt es eine Unter- und eine Obergrenze. Und dass man da Vor- und Nachteile haben kann, ist uns auch sehr bewusst. Aber dieses Hin und Her, ich sage immer, diesen Film, den hätte ich mir gerne erspart im Vorfeld. Also nicht mir, Josia vor allen Dingen. Eine Neuklassifizierung vor der Weltmeisterschaft 2022 ist das Ziel. Bis dahin Konzentration auf das Hier und Jetzt. Josias Mutter ist jeden Tag dabei, wenn ihr Sohn schwimmt. Noch ist er abhängig von ihr und ihren Armen. Ich
hatte am Anfang wirklich Mühe, die Halle zu betreten, weil ich den Chlorgeruch nicht ausgehalten habe. Und dann die ganzen Leute und dann war das so ein Umfeld, das ich einfach nicht gekannt habe vom Sport her. Auch ich war nie in einem Verein. Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Aber ich habe ganz bewusst auch damit Frieden geschlossen und gesagt, das mache ich jetzt gerne, einfach weil es mein Kind gerne macht. Weil es nicht nur gerne macht, weil es liebt. Ein wichtiger Schritt zu mehr Unabhängigkeit. Josia hat im Herbst seinen Führerschein gemacht. Startknopf betätigen. Blinker links. Also der Wagen funktioniert an sich wie jedes andere Auto auch. Es gibt Gas, Bremse und Lenkrad. Also wenn ich mit der rechten Hand den Hebel vom Joystick nach hinten ziehe, gebe ich Gas. Wenn ich ihn nach vorne presse, bremse ich. Und ansonsten mache ich alles über Sprache. Ich kann dann Freunde besuchen, ich bin einfach frei, unabhängig, ich kann allein zum Training fahren. Meine Eltern können ihren Tag besser einteilen. Es ist einfach der pure Wahnsinn. Zum ersten Mal im Leben ist er mobil. Die Summe für diesen Umbau ohne Auto liegt im oberen fünfstelligen Bereich. Das sind unvorstellbare Summen, die man als Privatperson einfach nicht aufbringen kann. Und deshalb haben wir uns entschieden, eine Spendenaktion zu starten. Denn Förderung für so einen Umbau gibt es nicht. Josias Ziel ist seine ehemalige Grundschule im Nachbardorf. In Erlangen traute sich damals keine Schule die Inklusion eines solchen Kindes zu. Hier dominieren positive Erinnerungen. Ehrlich gesagt wusste ich bis ich 6 Jahre alt war, gar nicht so richtig, dass ich behindert war. Weil im Kindergarten haben die anderen Kinder auch immer jemanden gehabt, der ihnen irgendwie geholfen hat. Das heißt, da ist es nicht aufgefallen. Ich wurde in allem eingebunden. Dann wurden halt die Regeln vom Fangenspielen etwas verändert, dass ich mitmachen konnte. Beim Schreiben wird Josia unterstützt. Durch sein Sprachtalent kann er schwere Situationen meistern. Sprechen konnte er immer schon gut, auch als kleines Kind. Weil er auch, glaube ich, gemerkt hat, ich habe vielleicht keine Finger und Arme, das zu erreichen, was die anderen machen. Aber ich kann, wenn ich das ganz genau sage, was ich möchte, dann bekomme ich das auch. Machst du dich so bereit, dass ich auf deinen Rücken kletter? Ja, kannst du machen. Mit viel dabei und mit vielen Schiss, mit vielen Herzhaften. Sport ist wichtig, von Anfang an. Mir macht Spaß, mich anzustrengen, meinen Körper zu bewegen, weil ich will nicht so da stehen bei meinen Leuten und kraftlos sein. Und deshalb esse ich auch viel und treibe viel Sport, dass ich nicht nur der Schwächste in meiner Klasse bin. Nach der Grundschule schafft Josia es aufs Gymnasium. Vor den Paralympics macht er Abitur. Nächstes Ziel, Jurastudium. Ein klarer Plan. Fürs Leben, für den Sport und für das Schachspiel mit seinem Vater. Egal, dann springe ich wieder dahin und sag wieder Schach. Da? Nein, ins Hintere, hinter dir. Für Anfang Dezember ist ein Wettkampf in Erlangen geplant. Die Vorbereitung beginnt mit verschiedenen Übungen für mehr Beweglichkeit und Stabilität. Denn seine besondere Schwimmtechnik verlangt dem Körper viel ab. Ich habe angefangen, ganz normal zu schwimmen, wie jeder andere auch, auf dem Bauch und auf dem Rücken. Und dann war ich eines Tages auf einem Lehrgang, wo Kirsten Brun dabei war, eine sehr erfolgreiche Paraschwimmerin. Und die hat gesagt, naja, die Atmung bremst dich einfach immens. Wie wär's denn, wenn wir das Ganze auf die Seite verlagern? Und dann haben wir probiert, wie es ist, wenn ich auf der Seite schwimme. Und das war dann so effizient von der Atmung her, dass ich mich gleich um 10 Sekunden verbessert habe. Also dann. Sag ich. Weiter geht's zur Massage. Josias Körper braucht besondere Zuwendung. Also ich habe ein sehr intensives Verhältnis zu meinem Körper, weil ich muss auf jede Kleinigkeit von meinem Körper reagieren, weil das Problem ist, mein Körper ist ein sehr, sehr, sehr empfindliches Ökosystem. Und sobald sich da nur ein Faktor ändert, kollabiert das gesamte System.
Anfang Dezember. Der Winter schickt die ersten Zeichen. Für Josia geht es jetzt um Zeiten. Bitte schön. Jose, was wundert Sie denn noch so gehabt? Ah, dein Vater hat dich heute angezogen. Ja, Freile, du. Da hatte ich nicht mehr sehr viel Auswahl. Das Personal hat sich heute freigenommen, weißt du? Ja. Der geplante Wettkampf wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Ein befreundeter Verein lässt Josia stattdessen bei einem internen Trainingswettbewerb mitschwimmen. Auf die Plätze! Eine Standortbestimmung. Die Ergebnisse sind ausbaufähig. Aber sie liegen im Soll in Sachen WM-Vorbereitung. Also es gibt Potenzial noch bei 50 Schmett und 200 frei. Einfach 200 frei, zweite und dritte Bahn, da müssen wir noch dran arbeiten. Da muss ich mir jetzt selber den Arsch aufreißen im Training in den nächsten Wochen. Also da geht noch einiges. Und dann wäre es schon wichtig, dass man auch mal einen Wettkampf hat. Vor allem, weil es dann wirklich um die Qualifikation für wichtige Wettkämpfe für WM beispielsweise nächstes Jahr geht. Ein außergewöhnliches Jahr für Josia Topf und seine Familie neigt sich dem Ende zu. Der Plan für 2022? Eine neue Klassifizierung. Die internationale deutsche Meisterschaft. Die Weltmeisterschaft im Juni auf Madeira. Beginn des Jurastudiums. Getragen von seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten und von der Liebe seiner Eltern. Wir haben uns derartig in dieses Kind verliebt, mein Mann und ich, vom ersten Moment an. Wir haben uns so dermaßen, also der war auch, also das schönste Kind überhaupt. Also wenn man ihm ins Gesicht geschaut hat, es war einfach, ja, er mag es nicht, wenn ich das sage. Aber wir haben uns echt total, total verliebt. Ist immer noch so. Mein Mann und ich lieben dieses Kind.